Schwarzes Brett, Magnet. Na gut, dann alles mal mit schwarzem Brett. Das funktioniert so nicht. Wahrscheinlich wird da aber auch nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Denn da funktioniert sowieso nie was. Das funktioniert so nicht. War klar. Das scheint nicht zu funktionieren. Mit dem Messer wird es auch nicht funktionieren. Tja, geht nicht. Tja, sag ich doch. Tja, geht nicht. Tja, Pech. Das scheint nicht zu funktionieren. Ah, ich wollte doch gar nicht mit schwarzem Brett, ich wollte mit Magnet. Das scheint nicht zu funktionieren. Mit Magnet. Das scheint nicht zu funktionieren. Mit Magnet. Das funktioniert so nicht. Mit Magnet. Das funktioniert so nicht. Mit Magnet. Tja, geht nicht. Aber mit Magnet. Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert so nicht. Puh. Pi. Pa. Puh. La. Li. Du. Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert so nicht. Komm schon, Mrs. Thatcherby, ein bisschen Erde ins Gesicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Erschieß sie. Ich könnte danach vielleicht behaupten, es wäre ein Unfall, weil sie meine Waffe putzen wollte. Und dann hätte sich ein Schuss gelöst und... Moment, was denke ich mir hier eigentlich aus? Tja. Tja, geht nicht. Tja, geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Aber mörderische Gedanken, die sich hier in dem Kopf von Amanda versetzen. Das funktioniert so nicht. Stuhl. Das scheint nicht zu funktionieren. Stuhl. Und Stuhl. Das funktioniert so nicht. Und Stuhl. Nein, ich bin nicht verzweifelt, ja, oder geht so. Nicht. Ich habe den totalen Durchblick. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich weiß genau, was ich jetzt als nächstes machen muss. Ich zögere es nur noch ein bisschen heraus. Weil es so viel spannender wird, wenn man die Lösung ein bisschen hinauszögert und so, ne? War da gerade was? Nö. Ist nur Büro vom Bock da. Schöne Dekoration. Was haben wir hier? Oh, Kerzenhalter. Es dient als Kerzenhalterung. Ein Kerzenhalter, der als Kerzenhalterung geht. Sehr verdächtig. Das funktioniert so nicht. Und natürlich funktioniert nichts. Tja, geht nicht. Und natürlich geht nichts. Das scheint nicht zu funktionieren. Nichts funktioniert und nicht geht. Das scheint nicht zu funktionieren. Da. So, einfach mal, um es komplett zu haben. Das funktioniert so nicht. So, dann haben wir hier zum Beispiel das Bild. Tja, geht nicht. Oder das Bild. Gut getroffen. Gut getroffen. Den habe ich noch nicht kennengelernt. Tja. Das scheint nicht zu funktionieren. Und mit dem Bilderrahmen. Das scheint nicht zu funktionieren. Irgendwie klar. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert so nicht. Funktioniert nicht. Das würde Mrs. Thatcherby sicher wütend machen. Leider aber würde sie es auch direkt auf meine Spur bringen. Dann schieß mir halt die anderen Bilder das auf. Das funktioniert so nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Tja. Tja, geht nicht. Tja. Das scheint nicht zu funktionieren. Rahmen. Tja, geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Tja. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja. 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 Tja, tja. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Und das... Tja, geht nicht. Und das... Das funktioniert so nicht. Und damit... Tja, geht nicht. Das ist eine Tür. Hatten wir aber schon mal. Tja, geht nicht. Und das... Tja, geht nicht. Ich glaube, die Türen sind einfach nur so da. So, dass es cool aussieht. Und was ist hiermit? Das funktioniert so nicht. Und damit... Tja, geht nicht. Und was, wie ist damit? Das scheint nicht zu funktionieren. Wenn wir es damit das probieren... Das funktioniert so nicht. Und damit... Tja, geht nicht. Und hiermit... Das funktioniert so nicht. Und damit? Das scheint nicht zu funktionieren. Und damit... Tja, geht nicht. Damit habe ich schon überall probiert. Ziffernblatt, Zeiger, Zeiger. Das funktioniert so nicht. Alles nur mal mit dem Zeiger probieren. Das funktioniert so nicht. Nur mit dem Zeiger, nicht mit dem Ziffernblatt. Das scheint nicht zu funktionieren. Danach kommt das Ziffernblatt an. Richtig. Hey, weil es so viel Spaß macht. Und ja, ja, Zeiger, Zeiger. Ja, geht nicht. Ich glaube, Zeiger gehen allgemein nicht. Na, komm, komm. Zeiger, Zeiger, Zeiger. Das scheint nicht zu funktionieren. Und Zeiger, 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 Zeiger. Verdammt, Jacks Messer ist auf den Boden der Uhr gefallen, aber die Zeiger habe ich. Coole Sache. Ein massives Instrument. Die Frage ist, was jetzt? Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht.
Das funktioniert so nicht. Interessant, aber dass es geklappt hat. Das funktioniert so nicht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert so nicht. Aber wir müssen doch wieder an Jacks Messer rankommen. Das scheint nicht zu funktionieren. 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 Tja, das geht nicht. Oh, das scheint gar nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Sonst können wir alles wieder mit den Zeigern ausprobieren. Ein Heidenspaß wird das, Leute. Ein Heidenspaß. Zum Glück sind wenigstens coole Dialoge dabei. Das scheint nicht zu funktionieren. Ansonsten würde das Ganze langsam echt deprimierend werden. Okay, was haben wir sonst so? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert so nicht. Gut, vielleicht kriegen wir damit ja unseren Schrank auf. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Entriegelt. Na, wie habe ich das gemacht? Gut, du hättest mir aber auch mal ein paar Tipps geben können. Und was ist drin? Ah! Die Person muss sich selbst im Schrank eingeschlossen haben. Und sie hat eine Botschaft geschrieben. Verrat und Intrigen, ich halte es nicht mehr aus. Also hier stimmt doch etwas ganz gewaltig nicht. Ob der Doktor mich hintergeht? Ich hoffe nicht, dass das hier mein Vormieter war. Ich muss mehr herausfinden. Am besten im Büro des Doktors selbst. Was aber nicht ganz ungefährlich ist. Wie kommt es jetzt nur darauf, dass hier was nicht stimmt? Ist ja nur ein Skelett im Schrank. Da war was. Kann man das nehmen? Da ist doch was. Hallo? Igitt, in meinem Kleiderschrank ist ein Skelett und die Tür war von innen verschlossen. Das kann nur heißen, jemand hat sich hier selbst eingeschlossen. Igitt, in meinem Kleiderschrank ist ein Skelett. Das funktioniert so nicht. Ja, schade. Das scheint nicht zu funktionieren. Mit Erde. Tja, geht nicht. Vergraben wir ihn. Das funktioniert so nicht. Weiß, wir haben die letzte Das scheint nicht zu funktionieren. Eine hölzerne Schranktür. Coole Sache. Tja, geht nicht. Tja. Das scheint nicht zu funktionieren. Was ist denn das hier eigentlich? Was hat denn der da in der Hand? Das ist die Notiz, mit der man aber nichts machen kann. Nun gut. Unwichtig. Unwichtig. Total unwichtig. Wie komme ich nur auf solch unwichtige Ideen? Und zwar immer und immer wieder. Das wichtige Geschäft ist getan. 2 Bällchen Vanilleeis sind mein. Jetzt macht er wieder alles schmutzig. Ich hasse Fußspuren. Ich muss sie wegputzen. Weg, weg, weg! Ich hasse Schmutz. Und ich hasse den Gorilla. Ich weiß nicht genau, was ich mehr hasse. Vielleicht schmutzige Gorillas. Danke für den Tipp. Ist es nicht Ihre Aufgabe, hier zu putzen? Warum umgibt sich der Boss eigentlich mit diesem Gorilla? Nette Pillegalerie da drüben, ich will sie länger bei der wichtigen Arbeit stören. Warum umgibt sich der Boss eigentlich mit diesem Gorilla? Bah, der Doktor und der Gorilla. Unzertrennlich. Sie sind ja auch zusammen aufgewachsen. Daran muss es liegen. Merkt man gleich an den Manieren. Ist es nicht Ihre Aufgabe, hier zu putzen? Ist es nicht Ihre Aufgabe, hier zu putzen? Meine Aufgabe ist es, diese Bruchbude in Schuss zu halten. Ich bin sozusagen für alles zuständig. Zuständig fürs Wäschewaschen. Sind Sie auch zuständig fürs Wäschewaschen? Natürlich. Schmutzige Wäsche ist nicht jedermanns Sache. Irgendwer muss es ja tun. Sind Sie auch zuständig für kühle Getränke? Sind Sie auch zuständig für kühle Getränke? Natürlich. Ich will... Dann bringen Sie mir doch mal ein kühles Getränk. Es gibt nur Limonade und die ist lauwarm. Egal. Egal. Ich möchte trotzdem eine Limonade. Kann man wohl nichts gegen machen. Na gut. Warte hier. Echt jetzt? Coole Sache. Ich weiß nur nicht, was mir das jetzt bringt, dass ich sie weggedingst habe. Da, Dreck, Dreck. Mit. Mach mit dem Gorilla schmutzig. Das scheint nicht zu funktionieren. Mann, warum nicht? Mach doch den Gorilla schmutzig, dann ärgert sich Mrs. Thatcherby. Und das bringt uns irgendwas.
Hier, bitte deine Limonade. Das funktioniert so nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Lecker, Limonaden-Erdematsch. Aha, dann halt jetzt. Gorilla, du bist fertig. Ich sollte es anders versuchen. Tja, geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube, die hat was gegen meine Ideen. Tja, geht nicht. Vielleicht mit Kohlen? Das funktioniert so nicht. Mich jetzt auch gewundert. Das scheint nicht zu funktionieren. Ah, wahrscheinlich jetzt mit Füßen vom Gorilla. Matschfüße. Man kann auch kleinlich sein. Hey, Gorilla. Lauf mal ein paar Schritte. Mach mal ein bisschen Boden dreckig. Ich bin so böse. Ja, ich bin zufrieden. Ach, ich hasse ihn. Fußspuren, Fußspuren, Fußspuren. Schlammspuren, Fußspuren, Autospuren, Reifenspuren. Ah, hallo Amanda. Schön, dass du da bist, aber fass nichts Wichtiges an, ja? Huch, was macht denn der hier? Wieso haben wir uns an der Setup jetzt vorbeigeschlichen, wenn der Boss sowieso hier drin ist? Das bringt uns dann ja nicht viel. Oder? Das scheint nicht zu funktionieren. Gut. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Dr. T, Vater, Großvater, Urgroßvater. Aber alle ohne Köpfe. Tja, geht nicht. Vielleicht finde ich ja irgendwo Köpfe. Amanda, ich sehe alles. Das ist doof. Böse Pflanze. Ja. Gut, das hat's nicht gebracht. Tja, geht nicht. Stirb, Pflanze! Man schießt aus der Ferne. Wollte ich nur mal so. Ich glaube, wir müssen den Doktor erstmal irgendwie rauskriegen, ansonsten läuft hier gar nichts. Ha! Ich kann ihn damit ablenken oder so. Ich sollte etwas anderes versuchen. Ich sollte etwas anderes versuchen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Vielleicht mit Dr. T. Das funktioniert so nicht. Doof. Es ist auf das Dorf gerichtet. Also da haben wir eine Schallplatte. Tja, geht nicht. Warte, jetzt haben wir aber ein Porträt. Jetzt will ich doch kurz mal schauen, ob wir das vielleicht gegen eins der Porträts hier hinten austauschen können. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was uns das bringen soll. Ich sollte etwas anderes versuchen. Interessant. Sicher nicht. Ich weiß nur nicht genau, was mir das jetzt bringt. Vielleicht mache ich mal Mrs. Thatcher wieder darauf aufmerksam. Ich hasse Schmutz. Ja, und Gorillas. Schmutzige Gorillas. Ich glaube, jemand hat sich an der Bildergalerie zu schaffen gemacht. Das darf doch nicht wahr sein. Doch nicht etwa der Gorilla. Aber wie könnte er sich bloß diesmal vorbeigeschlichen haben? Ich sehe mir das mal an. Und was passiert was? Jetzt? Der Gorilla! Ach. Prügelei! Wo da. Sind Schrauben und Schraubenzieher? Das wird nicht nochmal vorkommen. Da lag jetzt aber gerade ein Eimer. Ich will den Eimer. Eimer?
Eimer. Wo, da war doch gerade Eimer. Was genau hat mir das jetzt gebracht? Irgendwie nichts, oder? Wahnsinn. Unglaubliche Fortschritte, die man hier erreichen kann. Ah, da ist der Eimer.